Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Wir haben jetzt neu die Rubrik Auf die Schnelle, wo wir euch in kurzen Videoclips Zubehörteile oder andere Sachen einfach mal auf die Schnelle vorstellen wollen. Den Anfang machen wir heute mit dem Carrado T348 von der CMT. Viel Spaß! Hallo, wir sind gebeten worden, uns einmal den Carrado T348 anzuschauen. Ein teilintegriertes Wohnmobil mit einem französischen Bett. Und das machen wir jetzt. Auf der Fahrerseite befindet sich der Einlass fürs Wasser, hinten der Auslass für die Trumaheizung, die Klappe für die Heckgarage, oder besser gesagt den Heckstaukasten, der ist von einer Seite zugänglich, aber das ist auch logisch, weil nämlich auf der Beifahrerseite das Bad ist. Unten die Klappe für die Toilettenentsorgung, Stromeinlass und hier ist die Klappe für die Gasflaschen. Die Küche des Carrado T348 befindet sich gegenüber dem Eingangsbereich. Das ist eine L-förmige Küche, nicht so extrem ausgeprägt wie bei anderen Fahrzeugen, mit einem sehr großen Spülbecken. Das finde ich schon wirklich sehr imposant. Ein großer Herd, wo auch die Platten sehr weit auseinander stehen, sodass man hier durchaus problemlos mit drei Töpfen kochen kann. Wir haben hier einen großen Unterschrank. Mülleimer und die Hebel fürs Gas. Steckdosen 230 Volt, 12 Volt. Schubladen. Die Besteckschublade, eine große Schublade. Und hier unten nochmal ein Fach. Okay. Das Ganze, wie man hier schön sieht, hat Ambientebeleuchtung unter der Arbeitsplatte. Das breite französische Bett auf der einen Seite. Naturgegebenermaßen ein bisschen schmäler, aber ein schöner Kompromiss, wenn man keine Einzelbetten haben möchte, aber auch kein Querbett. Und daneben befindet sich, wie bei dem Grundriss üblich, das Bad. Hinten mit der getrennten Dusche. Vorne die drehbare Toilette, das Waschbecken, Unterschrank. Noch ein Oberschrank, sodass man auch ordentlich Stauraum hat. Kann man aufmachen. Praktisch sind hier zwei verschiebbare Handtuchhaken und ein wirklich großer Spiegel.
Und sogar an den Toilettenpapierhalter ist gedacht. Gegenüber dem Bett nochmal ein riesiger Kleiderschrank, wo man jede Menge Platz zum Hängen und Legen hat. Die großen Oberschränke über dem Bett. Gut unterteilt. Und mit Softeinzug. Und auch hier wieder rundherum die Ambienteleiste für die Beleuchtung. Die üblichen Dachluken. Den großen Schrank über der Küche. Schön eingeteilt. Das ist auch nicht bei jedem Wohnmobil so üblich. Jetzt machen wir hier erstmal wieder zu. So, gegenüber. In der Küche befindet sich dann der große Kühlschrank mit dem geräumigen Gefrierfach. Im großen Kühlschrank. Darunter auch nochmal ein Staufach. Und oben über dem Bedienpanel auch nochmal ein Staufach. Also Stauraum ist hier wirklich ausreichend vorhanden. Hier sehen wir gerade das Hubbett. Das ist optional. Und dann die Sitzgruppe. Wir haben eine Zweier-Sitzbank, den eingehängten Tisch, die beiden drehbaren Fahrer- und Beifahrersitze und nochmal eine lange Sitzbank hier direkt neben der Tür. Der Wagen ist 6,80 Meter lang. Das ist erstaunlich. Das ist 20 cm kürzer als unser Wohnmobil, aber doch gerade in dem Sitzbereich ordentlich Platz. Direkt neben dem Eingangsbereich auch nochmal zwei Kleiderhaken und ein ganz großer Spiegel, sodass man nochmal gucken kann, ob alles sitzt, ob man vorzeigbar ist, bevor man das Wohnmobil verlässt.